So, gut, dann gehen wir es weiter an. Und zwar, wir haben jetzt hier verschiedene Gebäudetypen, mehr oder weniger. Und da würde ich jetzt sagen, das möchte ich gleich mal weghaben. Gefällt mir nicht. Ich würde tatsächlich hier so im Dreierstil arbeiten. Dann würde ich gerne so zwischendrin eventuell so Büsche haben wollen. Beziehungsweise die sind jetzt na, auf der Nachfragewarte. Machen wir das auch noch weg. Das hier das. So, und dann eventuell eines noch. Dann machen wir das hier weg. So, ist eh nur auf eins, das passt. Dann machen wir hier so. So. Und dann wieder ein Vierer. Dann setzen wir hier noch so Bäume dran. Hintenrum sowieso. Hintenrum können wir ruhig, warte. Inselgröße braucht nicht so groß sein. Da hinten können wir ruhig ein paar Bäume hin. Packen, so wie hier hin. So, Nachfrage ist natürlich extrem hoch. Dann versuchen wir so und so. Und da macht er jetzt zwei Dreier. Ach so. Okay, und dann machen wir wieder so. Dann könnte man hier ja im Grunde ein Gewerbegebiet reinmachen. Und zwar würde hier, wir sind ja auf europäisch, so eins und vierer schon mal hinpassen. So, 4 mal 4 ist das, oder? Nee, 4 mal 3, also so. Dann könnte man hier zwischen im Endeffekt auch wieder kann ruhig abwechslungsreich sein. Oder dann so. So, okay. Wie gesagt, ich werde mir hier auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen. Wir werden ein bisschen was ausprobieren. Und ja, dann mal schauen. Was ich mir auch noch gerne anschauen würde, so die wollen immer noch. Muss jetzt nicht so gerade alles sein, da hat sogar noch einer Platz. So, dann machen wir hier wieder Wohngebäude hin. So im Dreierstil, so, so. Dann haben wir hier so Büsche ran. So. Noch immer Nachfrage, okay. Dreier, Dreier, Zweier, so. Gut, Gewerbe ist gefragt, ja. Dann könnte man hier hinten vielleicht so
eine Tankstelle hinmachen. Sonst habe ich so noch gar nichts freigeschaltet. Okay, dann sagen wir hier eventuell so ein bisschen Gewerbegebiet. Dann platzieren wir hier noch ein Haus. Hier hinterbei machen wir alles voll mit Bäumen. Welche Bäume haben wir da gehabt? Die hier, gell? Ja, was waren die? Kann ruhig hinterbei so ein bisschen voll sein mit Bäumen. So machen wir hier oben auch. So, und hier machen wir... Da lassen wir vielleicht... Aber es ist auf jeden Fall abwechslungsreicher. Sieht nicht schlecht aus. So, auf jeden Fall, die Nachfrage steigt. Da könnte man jetzt mal so machen. So. Wir können ruhig ein bisschen mehr Fläche hier hinten haben. So. Da macht man hier wieder so und so. Wenn das so gar nicht zu weit nach hinten ist, also 4x3 ist eigentlich schon mal schön. Na, schauen wir mal. Dann werden wir hier auf jeden Fall so Gassenwege noch ziehen. Lass mal einen Gassenweg hier runtergehen. So. Und das bis hierhin. So, dann haben wir hier mal die erste Grundfläche, sage ich jetzt mal. Das können wir jetzt noch beliebig unterteilen am besten. So. Individuell. So vielleicht, dass ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall reinkommt. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for another. Der eine muss jetzt weichen, machen wir mal so. Tonight we are doing a musical tour. Ich glaube, das sieht so schon mal gut aus. Italia, land of art and culture, que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi shall be our guide. Ein Dreier. The leader of the city services division is with us in the studio today to talk about why they're contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Oh, well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. Wir können am Anfang jetzt sowieso mal alles so gut wie voll kleistern, also von dem her.
so. Aber trotz all dem, dass es hübsch ist. So. Wir kriegen dann mal wieder so einen Busch. Gewerbegebiete, auf jeden Fall packen wir da wieder welche hin. So. Und dann kommt hier noch so eins dazu. Okay. Sieht schon mal gut aus. So, dann haben wir Gehwege oder so irgendwas braucht man noch gar nicht. 16 Leute haben wir. Anstieg ist auf jeden Fall extrem da. So, dann hier. Passt alles. Hier könnte man vielleicht ein bisschen was so reinbringen. So. Das würde halt hier gut dazu passen. Oder wir machen es nochmal so großflächig. So. Und hauen dann die hier so ein bisschen zwischen. Weil hier ist die Luftverschmutzung hoch, weißt du? So. Hier oben lassen wir auf jeden Fall noch frei. Da mache ich noch nichts. So, aber ich glaube, haben wir hier zwischendrin, dann hätten wir so viel Fläche. Warte. Da könnte man ja Birke, Fichte, Erle, Kiefer, Rappel. Was haben wir hier drinnen? Eine Linde. Mach mal so Linden-Style. So, ist ein bisschen Landleben hier. So. Gewerbe steigt auf jeden Fall an. Okay. Ich hätte das halt gern so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Hier habe ich zum Beispiel dann gar nichts drinnen. Die Gewerbegebiete würde ich gerne wegmachen. Die sind alle zum wegreißen. So, die bauen wir jetzt hier zwischen. Hier vorne können wir auf jeden Fall eins hinmachen. Eventuell machen wir auf der Seite so. So. Okay. Gehwege, wie sehen denn die aus? Im Grunde genommen können wir ja schon mal einen machen. Wenn wir sagen, wir fangen hier an. Da gehen wir gerade zurück. Und dann machen wir hier. Durch den Wald am besten durch. So. Und dann eventuell wieso nimmt er mir das jetzt nicht? Machen wir so und setzen hier an. Das wäre mal der erste Weg. Dann eventuell. Nee, du sollst was. So. Sollst ihn einfach hier andocken. Der ist jetzt angedockt. Das sieht komisch aus.
Dann gehen wir hier so. Oh, ein Meilenstein haben wir erreicht. Freigeschaltet. Winziges Dorf. Gratuliere, deine Bemühungen tragen Früchte und du hast mit deiner Stadt die ersten Schritte auf dem Weg zum Erfolg getan. Fortschrittsmenü. Meilensteine. Meilensteine präsentieren das Wachstum ihrer Stadt. Entwickeln Sie Ihre Stadt, um den jeweiligen nächsten Meilenstein zu erreichen. Stadtwachstum. Überwachen Sie das Wachstum Ihrer Stadt und finden Sie heraus, wie weit der nächste Meilenstein entfernt ist. Mit Meilensteinen werden neue Funktionen, Entwicklungspunkte und mehr freigeschaltet. EB, hier können Sie sehen, wie viele Erweiterungspunkte Sie bereits gesammelt haben und wie viele Ihnen noch bis zum Erreichen des nächsten Meilensteins fehlen. Sie erhalten EP, wenn Sie Stadtdienstleistungsgebäude und Ihre Aufwertungen, Spezialgebäude sowie Straßen bauen. Steigern Sie Ihre Bevölkerungszahl und die Bürgerzufriedenheit, um weitere EP-Belohnungen zu erhalten. Wenn Sie einen neuen Meilenstein erreichen, erhalten Sie eine Geldbelohnung. Nutzen Sie diese dazu, die Stadt auszubauen und in Stand zu halten. Entwicklungspunkte. Beim Erreichen eines Meilensteins erhalten Sie außerdem Entwicklungspunkte als Belohnung, die Sie zum Freischalten fortgeschrittener Dienstleistungen verwenden können. Erweiterungsbewilligung. Jeder Meilenstein ergänzt Ihre bestehenden Erweiterungsbewilligungen. Sie brauchen diese Bewilligung, um die Stadtgrenze zu erweitern. Freigeschaltete Funktionen. Mit jedem Meilenstein werden weitere Funktionen freigeschaltet, mit denen Sie Ihre Stadt auf verschiedenen Arten und Weise bauen und erweitern können. Sie können sich die Liste hier ansehen. Okay, wir könnten uns ein Darlehen holen von 100.000. Kartenfelder haben wir freigeschaltet. Das ist jetzt das hier. Haben wir 3 Stück bekommen. Das sieht man hier. Stadtbudget haben wir 600.000 bekommen. Statistik haben wir jetzt hier, da können wir dann gleich reinschauen. Reihenhaus mit mittlerer Dichte haben wir jetzt freigeschaltet. Reihenhäuser mit mittlerer Dichte. Nordamerikanisch und europäisch. Neue Straßen. Vierspurige, fünfspurige, vierspurige Einbahnstraßen. Ein Gesundheitsfürsorge und Bestattung. Klinik und der Friedhof. Was? Müllversorgung, Mülldeponie, Mülldeponie. Okay, okay. Errungenschaften, das sind die Entwicklungen. Wir haben einen Punkt. Entwicklungsbäume. Über Entwicklungsbäume können Sie neue Dienstleistungsgebäude und andere Bauobjekte für Ihre Stadt freischalten. Die Freischaltung dieser Objekte kann mit Entwicklungspunkten vorgenommen werden. Neue Funktionen. Wenn Sie neue Meilensteine erreichen, werden automatisch grundlegende Dienstleistungen freigeschaltet. Um eine Dienstleistung zu entwickeln und weiter auszubauen, müssen Sie das jeweils nächste Objekt im Baum freischalten und in Ihre Stadt bauen. Wenn Sie neue Meilensteine erreichen, erhalten Sie als Belohnung Entwicklungspunkte. Dienstleistungsentwicklungsbäume. Jede Stadtdienstleistung hat ihren eigenen Entwicklungsbaum. Sie können sich auf bestimmte Formen der Stadtentwicklung konzentrieren, indem Sie Ihre Punkte in den für Sie interessantesten Bereichen investieren. Durchstöbern Sie die Bäume und finden Sie heraus, welche Funktionen die verschiedenen Dienstleistungen zu bieten haben. Okay. Straßen haben wir. Kreisverkehre, erweiterte Straßendienst. Straßenwartungsdienste, Ampeln, Schilder sowie Dekorationsobjekte für Straßen. Oh, Parkplätze, die können wir noch nicht. Notstromaggregator, Gaskraft, okay, Wasseraufbereitung, was? Krematorium, Krankenhaus, was? Okay, ich würde sagen, wir leisten uns gleich mal erweiterter Straßendienst. Einschalten. Okay, das heißt, das sieht hier eigentlich ganz schön cool aus schon. Wir sind eh auf Pause. Ich würde tatsächlich hier gerne. Hier noch so einen Weg ranheften. So. Ja, okay. Was ist das hier? Mangel an Arbeitskräften mit hoher Qualifikation. Was?
Spaß. Wir haben noch keine Schule, gar nichts. Okay, dann warte mal. Wir haben neue Straßen. Straßendienstleistungen. Die Straßendienstleistungen sorgen für Straßen, Wartungen und zusätzliche Ressourcen. Durch Wartungsarbeiten werden Straßen in gutem Zustand gehalten, während zu den Ressourcen etwa Straßendekorationen, Lärmschutzwände oder Verkehrsschilder gehören. Straßenwartungsdepot. Das Straßenwartungsdepot entsendet Fahrzeuge, die für die Instandhaltung der Straße sorgen. Wartungsfahrzeuge räumen Schnee, beseitigen kaputte Fahrzeuge und Trümmer und nehmen bei Bedarf Reparaturarbeiten vor. Gut gewartete Straßen haben ein geringeres Risiko für Unfälle und Verkehrsstaus. Was? Wie cool! Ampeln. Errichten Sie an Kreuzungen Ampeln, um den Verkehrsfluss zu steuern. Dies ist vor allem bei kleinen, aber stark befahrenen Kreuzungen nützlich, an denen der Verkehr aus einer Richtung ansonsten lange Wartezeiten hätte. Stoppschilder. Errichten Sie an Kreuzungen Stoppschilder, um den Verkehr vor dem Durchfahren zum Anhalten zu zwingen. Dies ist vor allem nützlich, wenn der Verkehr aus einer bestimmten Fahrtrichtung wenig Chancen auf die Überquerung der Kreuzung haben. Links- oder Rechtsabbiegeverbot. Errichten Sie diese Schilder. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Genau, und warum The leader of the City Services Division is with us in the studio today to talk about why they are contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. So, danke schön. Jetzt darf ich weitermachen. Jetzt kann ich wieder alles lesen, weil ich nicht weiß, wo. Errichten Sie Schilder, um den Verkehrsfluss zu steuern. Platzieren Sie das Schild in einem Straßenabschnitt, der zu einer Kreuzung führt. Das Abbiegen in einer bestimmten Fahrtrichtung ist nicht länger erlaubt. Die Straßenmarkierungen werden dementsprechend geändert. Sie können auch beide Schilder gleichzeitig anbringen, um so das Abbiegen an einer Kreuzung für bestimmte Verkehrsschilder gänzlich verbieten. Straßendekorationsobjekte können zu bestimmten Straßen ergänzt werden, um deren Erscheinungsbild zu modifizieren. Oh! Sie können an beiden Straßenseiten Dekorationen hinzufügen und mehrere Dekorationen übereinander anbringen. Auch cool! Wählen Sie die gewünschte Dekoration sowie Straßenabschnitte und Straßenseite aus, um sie anzubringen. Dekorationen ersetzen in den ausgewählten Abschnitten straßenseitige Parkplätze. Das heißt, es gibt dann kein Parken mehr. Okay. Platzieren und entfernen von Schildern und Dekorationen. Wählen Sie die gewünschte Dekoration sowie Straßenabschnitt und Straßenseite aus, um sie anzubringen. Platzieren Sie Schilder und Dekorationen mit linker Maustaste. Entfernen Sie diese mit Escape. Wenn Sie mehr als einen Straßenabschnitt auswählen möchten, können Sie die Eingabe bei der Auswahl gedrückt halten und alle gewünschten Abschnitte in diesen mit einbeziehen. Okay, unsere Straßenwartungsdepot. Wo wollen wir denn das hinpacken? Ich würde das tatsächlich bisschen außerhalb machen. Ich könnte ja hier noch eine Straße anbringen. So. Oder wollen wir die? Weißt du was? Hier ist, glaube ich, doof.
Ich pack die hier hin. Ah ja, wir haben ja neue Straßen. Ah, genau, das sind die. So, der Raster. Ich würde es tatsächlich hier erstmal. Bevorzugen. Und was mich immer so stört, ist das hier. Kann ich hier tatsächlich, es geht. Erstmal für den Anfang. Das finde ich irgendwie trotz all dem nicht allzu cool. Kann ich das noch ein bisschen begradigen? Warte, ich mache die jetzt erstmal noch weg. Sie sind hier eigentlich. So. Da haben wir die vierspurige Straße, ne? Das ist die hier. Genau, ich würde aber gerne in einer Kurve. Hier so eine leichte Kurve. Dann eventuell so. Das ist halt nicht gerade, ne? Gerade wäre... wenn ich sage, okay, sie dockt irgendwo hier an. Dass ich hier dann so gerade ran kann, aber ich könnte hier ja... nee, das ist mir zu... so vielleicht. Dann mache ich die jetzt wieder weg. Vielleicht kriege ich dann trotz all dem... die muss größer sein. Sieht ja doof aus. Nee, das passt aber nicht ganz. Ach so, weil der Weg hier gar nicht hier ab. Okay, warte. Wenn ich den jetzt entferne, dann ist es gleich. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ich bin eh im Pause-Menü, okay. Nee, das... so. Nicht ganz so. Das ist gar nicht mal so einfach. So. Das ist hier. Habe ich 80, 59. Irgendwas passt da nicht.
182 76. Okay, warte. Oh shit. Nee, das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Deshalb wird es gerade. Obwohl, eine kleinere Kurve, wenn ich die vorne weiter ansetze. Nee. So, passt schon. Aber das ist jetzt nicht gerade, oder? Doch, das ist, glaube ich, 90. So. Jetzt aber.